Okay, dann hat sich jetzt die Sache ja schon. Diese Putzmittel hat Bennett garantiert nie in der Hand gehabt. Hat sich die Sache ja aufgeklärt, wie wir dann Gina gerettet haben. Wenn es auch etwas kürzer war, als ich gedacht habe. Naja, gut, schauen wir uns das mal an. Hemden und Pullover. Was haben wir da? Das da scheinen Saftdosen zu sein. Okay, nehmen wir mal mit. Ich nehme einen. Citrus Splash. Extremsaft. Was für ein Blödsinn. Och, komm. Hat doch was, ne? Orange, wenn ich mich nicht irre. Ja, steht auch drauf. Jetzt weiß ich, bin anlegen, brauche ich nur so einen frei. Jetzt weiß ich, bin anlegen, brauche ich nur so eine. Und ich. Da ist die Tonspur ein wenig kaputt. Ich glaube, das war das erste Mal, dass man mir so etwas angelegt hat. Ja, sonst hast du es nur bei den Kunden gemacht, oder wie? Diese Putzmittel müssen echt gut sein. Das Haus ist pieksauber. Ich muss hier ja nichts putzen. Wozu also? Das glaubst du. Wenn es Bettwäsche wäre, könnte ich sie benutzen, um damit bis nach unten zu gelangen. Aber erstens habe ich nicht vor zu flüchten und zweitens ist dies kein Film. Stimmt, das frage ich mich halt auch immer, dass, ob so Bettwäsche das wirklich aushält, wenn dich daran runterlässt. Es riecht gut. Saubere, ungebügelte Wäsche. Mal sehen, ob ich etwas finde, das mir helfen kann. Schönes Tuch. Vielleicht kommt noch jemand mit Knebeln. Ah, ein Bügeleisen, okay. Schnappen wir uns mal das. Es ist nagelneu. Ansonsten Klappe. Der Zugang zu einem Schacht für Schmutzwäsche. Wie ich vermutet habe, hier wirft man die Wäsche durch, damit sie unten gewaschen wird. Da können wir doch bestimmt Einmal musste reinspringen. ich ein Hotelzimmer durch so ein Rohr verlassen, weil an der Tür. Naja, ist auch egal. Jedenfalls bin ich mindestens 15 Meter nach unten gerutscht und landete auf einem Haufen Wäschesäcke. Nicht mal einen Kratzer habe ich davon getragen. Na, siehst du, das wäre vielleicht eine Idee. Die führt zum Flur. Da hinten liegt das Esszimmer. Und etwas weiter das Zimmer, in dem wir uns Brians Aufnahmen angesehen haben. Man hört gar nichts. Sie sind viel zu weit weg. Verdammt. Ein Glück, dass sie so groß sind. Sonst hätte ich sie gar nicht bemerkt. Muss ich wirklich erklären, dass man sie benutzt, um Lichtschalter an- und auszumachen? Na, dann ist ja gut. Lichtschalter eigentlich nicht. Lampen. Nein, von außen soll man kein Licht durch die Ritze unter der Tür sehen. Was haben wir da? Es scheint derselbe Bettler zu sein, den wir sahen, als wir reinkamen. Wenn man davon ausgeht, dass er nur schläft oder betrunken ist, habe ich schon jemanden gefunden, den ich um Hilfe bitten kann. Das wird aber nicht einfach. Dazwischen liegen mindestens 10 Etagen. Und wenn ich schreie, wird mich eher Tarantula hören als er. Vielleicht können wir ja was runterschmeißen. Bügeleisen, Tuch, Saftdose. Und wozu soll das gut sein? Probier mal ein bisschen rum. Ich wüsste nicht, wofür ich das gebrauchen kann. Bügeln wir mal die Saftdose. Das wird nicht gebügelt. Das Ding bügeln? Vielleicht nicht, aber. Rufen Sie die Polizei. Okay, das ist gar keine so dumme Idee. Ich glaube, jetzt ist klar, wozu ich es gebrauchen werde. Können wir das da rumwickeln? Das hat doch keinen Sinn. Nee, können wir nicht. Ich hasse Bügeln. Hoffentlich muss ich jetzt nicht damit anfangen. Tja. Ah, können den Eimer hier noch rausholen?
Der ist leer. Hm. Und wozu soll das gut sein? Können wir vielleicht Saft reinkippen? Geht klar. Aber wenn wir schon dabei sind... So, ich habe einfach alle in den Eimer entleert, um ihn wirklich voll zu machen. Okay, jetzt können wir den Eimer da rauskippen. Gute Idee. Eine Saftdusche würde den Bettler bestimmt wecken. Wird er bestimmt nüchtern davon, ne? Ja, ich werde das Tuch aus dem Fenster halten und entfalten, damit er meine Nachricht lesen kann. Aber erst nachdem ich ihn mit der Eimerladung Saft geweckt habe. Füchsin! Ich werde dich fesseln, wie du nie im Leben gefesselt worden bist. Was für einen Schlag mir das riesige Schild, oder was es auch war, verpasst hat. Ich muss vorsichtiger sein, wenn ich nochmal da hochsteigen möchte. Okay, wir sind wieder fit, sind wieder wach. Wo ist denn die Katze, die von dem Eimer getroffen wurde? Weil ich glaube, es bringt uns jetzt nichts anderes, als hier mal hochzuklettern. Da ich keine Lust habe, mir von dem Typen noch eine verpassen zu lassen, werde ich diplomatisch vorgehen. Du Ungeheuer! Komm raus, wenn du Lust hast! Keine Beleidigung, Kumpel. Ich bin nicht respektlos gewesen. Nicht respektlos? Du hast mir eine verpasst, auf die sogar Bud Spencer neidisch gewesen wäre. Und ich werde meine vorherige Beleidigung wiederholen, falls du ohne Termin mein Büro betreten möchtest. Noch was. Sprich mich mit meinem vollen Namen an. Mr. Tom Finnegan, Drehbuchautor. So viel Zeit muss sein. Drehbuchautor? Haben Sie wirklich Filme geschrieben? Viel zu viele, Kumpel. So viele, dass mir keine Idee mehr im Gedächtnis geblieben ist. Haben Sie keine Ideen mehr? Ich habe eine Menge. Ach ne, jetzt geht das wieder los. Warum glauben nur alle, dass für uns Drehbuchautoren die Ideen der anderen interessant sein könnten? Weil du gar keine hast vielleicht? Kumpel, dein Argument ist unwiderlegbar. Raus damit! Ein Musical über Zombie-Nazis, die als Dinosaurier verkleidet sind. Nein, das überzeugt mich nicht. Um ehrlich zu sein, sehe ich das Ganze nicht. Lego Citizen Kane. Kino erster Klasse mit zerlegbaren Püppchen. Nein, das überzeugt mich nicht. Um ehrlich zu sein, sehe ich das Ganze nicht. Der beunruhigende, bebrillte Krug. Ein postfreudianischer Thriller mit Zügen der Nouvelle Vague-Bewegung. Nein, das überzeugt mich nicht. Um ehrlich zu sein, sehe ich das Ganze nicht. Ein ganz einfacher Typ überfährt ein Mädchen, das von der Sandretti-Mafia verfolgt wird. Ach, ich weiß nicht. Das könnte ein gewisses Potenzial haben. Kumpel, seien Sie so gut. Kommen Sie in mein Büro, bitte. Ein ganz einfacher Durchschnittstyp überfährt ein Mädchen. Ein schönes Mädchen, natürlich. Ich sehe es. Ja, ich sehe es deutlich. Klack, 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 klack. Hilfe, die Sandrettis verfolgen mich. Klack, 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 klack. Verdammt, sie entkommt. Quietsch. Brumm. Was für eine schöne Frau. Ich bringe sie ins Krankenhaus. Man müsste den Namen der Mafia-Familie ändern. Ich möchte nicht, dass die Gebrüder Sandretti mein Büro oder meine zarte Haut verwüsten. Eines ist klar. Jetzt haben wir einen Film. Nun müssen wir nur noch wissen, wie er weitergeht. Also, warum wolltest du mich sprechen, Kumpel? Schönes Büro. Danke und entschuldige die Unordnung. Ich weiß nicht, was in letzter Zeit mit der Putzfrau los ist.
So, Hallöchen übrigens noch, Wolinchen. Ich glaube, so viel ist es nicht mehr. Wir sind schon im sechsten Kapitel. Mal gucken, wie lang es noch geht, das Spiel. Was weißt du über das Gebäude da gegenüber? Das ist voller Schickimickis, wie sie im Buche stehen. Denk dir ein Klischee aus, da drin wohnt es. In der ersten Etage Papas Töchter und ein Talkshow-Süchtiger. In der zweiten unreife Sportler und ein arroganter Broker. Naja, und so weiter, bis zum Dachgeschoss, wo ein Psychiater wohnt, der sich für William Dafoe hält. Vielleicht solltet ihr euren Update-Tag mal ändern. Ist ja immer dienstags, wie es scheint. Ich glaube, ich weiß, wie die Handlung mit den Durchschnittstypen weitergeht. Raus damit! Das Mädchen und der Durchschnittstyp entgehen der Mafia und... Sie lernen drei Transvestiten kennen, die sich in der Wüste verlaufen hatten. Das Thema ist oft benutzt worden, aber vielleicht können wir... Ich sehe es. Ja, ich sehe es deutlich. Na, entzückend, die drei Damen. Was für ein toller Typ, nehmen wir ihn im Bus mit. Glock, glock, glock. Komm hier nach oben, Blondie, der Ausblick ist herrlich. Ja, tatsächlich. Ja, ich glaube, es gibt ein Publikum für solche Dinge. Und danach? Die Sandrettis finden sie aufs Neue. Sie flüchten und kommen... ...in ein altes Dorf im Wilden Westen, das von Hippies und Hackern bewohnt wird. Und vielleicht noch von einem mexikanischen Medium. Ich sehe es. Ja, ich sehe es deutlich. Sieh mal an, was für ein schönes Dorf. Ich werde es ins Herz schließen. Mann, der geht zu der verrückten Indianerin. Komm her, Mensch, ich weihe dich in das Hähnchenritual ein. Ich brauche nichts mehr. Damit habe ich genug, um ein Meisterwerk zu schreiben. Ich werde etwa 4 Monate brauchen, um die ganze Handlung abzurunden. Ein paar für die Schreibarbeit, 6 Wochen für die Dialoge. Danke für deine Hilfe, Kumpel. Der goldene Gockel kräht uns schon zu. Erzähl mir von einigen deiner Drehbücher. Eine Fernsehserie. Barbara's Quest. Eine Schmach, eigentlich. Sie haben gut bezahlt. Aber man müsste verrückt sein, um sich sowas anzusehen. Danke für deine Aufmerksamkeit. Und dir für deinen Besuch, Kumpel. Na, hat's das ja doch noch geklärt. Ja, gut, das stimmt. Das kennt man ja. Was haben wir denn hier noch Schönes? Die Sache mit den Updates. Mit einer Flüssigkeit. Und ein anderer mit etwas wie Oliven, die eher an Kakerlaken erinnern. Kakerlaken-Oliven, cool. Ich werde zuerst einen öffnen. Mal sehen. Vorsichtig. Chloroform. Oder etwas Schlimmeres. Eine halbe Sekunde länger und ich wäre bewusstlos gewesen. Gut, dann halt mal nicht. Haben wir sonst noch irgendwas da? Da. Auf seinesgleichen geben die abgehärteten New Yorker Fensterputzer den Fenstern meiner geliebten Stadt den Glanz und den Durchblick wieder. Ja, lass Brian doch mal. Tja, ich denke, dann gucken wir uns hier nochmal ein bisschen um. Was haben wir denn hier noch Schönes? Ich sehe gar nichts von Interesse. Schade. Ach, guck mal, ein Goodie. Schon der Geruch, der von unten hochsteigt, reicht aus, um eine neue Rasse Killer-Mutanten zu erzeugen. Versuchen wir es. Der Deckel ist so dick und das Loch so klein, dass ich ihn nicht mal mit der Hand hochheben kann. Nicht mal mit der hilfreichen Technik des Fingerhakelns. Ja, dafür sind die Dinger ja auch gemacht. Wir haben einen Trichter. Sie führt zur Waschküche des Hauses, in dem Bennets Wohnung liegt. Ah, guck mal. Abgeschlossen. Was haben wir der da? War ein gutes Versteck, als ich in die Gasse kam. Ah, jetzt können wir ihn auch durchsuchen, okay?
Müll, Müll, noch mehr Müll und eine halbleere Farbdose. Ich gebe zu, technisch gesehen ist es Müll, aber es glitzert. Fängt ja an wie Deponia. Wissen wir, wo die das Ei her haben. Sonst noch irgendwas hier? Das ist das Fenster des Restaurants. Es scheint leer zu sein. Ah, nein, doch nicht leer. Da ist ein Typ, der über einem Tisch schläft. Glaube ich wenigstens. Genau genommen ist es kein richtiges Fenster, sondern ein Wandelement aus dickem Glas, das sich weder öffnen noch schließen lässt. Ja, wie gesagt, das na gut, ist ja gut, dass ich es direkt jetzt gespielt oder kurz vorher gespielt hatte. Ist mir dann der Anfang noch im Gedächtnis geblieben. Hauptstraße sollten wir nicht gehen. Haben wir da noch irgendwas mittlerweile? Sie ist ohne Wenn und Aber. Scheinbar nicht. Wir haben ja auch, glaube ich, nichts Neues. Nee. Okay. Was können wir denn hier noch Schönes tun? Ach, da geht's auch weiter. Okay. Ende der Gasse. Nein, da ist Licht und ich darf nichts riskieren. Verdammt. Was haben wir denn hier? Gebäude, Tür. Auf der ersten Ebene sind irgendwelche Stäbe. Mann, wirkt das vertrauenserweckend. Das strahlt vielleicht Sicherheit aus. Ja, ist voll gut. Wenn das Gerüst auf der Seite von Bennets Wohnung wäre, würde ich es versuchen. Aber hier, da ich nicht wüsste, wozu, riskiere ich es lieber nicht. Naja gut, lassen wir das mal. Eine Mauer, Müllcontainer, Müll und ein Gestank, der Elefanten umbringen kann. Da hängt was am Loch. Okay. Das ist mit einem Schloss versehen. Und wenn das Ganze alarmgesichert ist, das riskiere ich lieber nicht. Ja gut, hast recht. Ah, ein Haken. Die Sache muss einen Haken haben. Der hängt an der Öffnung des Rolltores. In Ordnung. Sieht wie einer dieser Haken aus, mit denen Eisblöcke bewegt werden. Na gut, das ist natürlich praktisch. Restaurant Script Planet. Personaleingang. Ah, vielleicht kommen wir da ja mal rein. Ich sollte nicht, aber da es ein Restaurant ist, ich habe Hunger. Warten Sie bitte einen Moment, es hat an der Tür geklopft. Keiner da. Witzbolde die Leute. Wie ist er nochmal? Beppo Marx von den Marx Brothers? Oder täusche ich mich da? Zumindest kommt er mir sehr, sehr bekannt vor. Früher als Kind habe ich die mir gerne geguckt. Hier, haben wir sonst noch irgendwas hier? Halt das Gebäude. Ich glaube, dann gehen wir mal rein. Das ist ja ein echtes Potjomkinsches Haus. Man hat nur die Außenschale stehen lassen. Oh, Bauschutt. Sehr schön. Bauschutt? Gibt es Schöneres als Bauschutt? Vielleicht Kabelbinder oder... Naja gut, Gina. Naja, ich weiß nicht. Ich würde, glaube ich, Bauschutt vorziehen.
Ich habe mich für dieses Stück entschieden, weil die Höhe dieser beiden gebogenen Eisenstangen auf erhabene Art den massiven, barbarische Ausmaße erreichenden Block seines Sockels ausgleicht. Obwohl, wenn ich ehrlich bin, verdient der Rest den poetischen Terminus Bauschutt gar nicht. Och, sei doch mal nicht zu hart zu dem armen Bauschutt hier. Einmal habe ich mir einen Katalog der japanischen Firma angeguckt, die diese Dinger baut. Diese Geräte sind so robust, dass sie selbst einstürzende Hochhäuser überleben. Tja, einstürzende Neubauten. Nanu, der ist abgeschlossen. Das ist jetzt nicht so praktisch. Moment, da war doch hier gerade ein... Kran. Was haben wir hier? Ah, ein Hammer. Welch ein Ort, um sowas liegen zu lassen. Man sieht ihn kaum. Es ist kein Fallhammer, wird mir aber bestimmt trotzdem nützlich sein. Ja, kannst du kannst du mal sehen, was wir da Schönes haben. Die Kette, die ihn hält, ist am Arm des Krans angebracht. Heb die Hand, damit die Magnetplatte von dem Spinat... Ach du Kacke. Ja. Kein Interesse, danke. Mach was sie Wolli. Wolli, Wolli, manche Strecke, das zum Zwecke Wasser fließe. Was haben wir denn sonst noch? Können wir die Tür einschlagen? Mach mit Folgen das Fenster kaputt. Hammer. Meine Güte, das kriege ich nicht kaputt. Und wenn ich die ganze Nacht dagegen schlage, das ist kein normales Glas. Diese Kräne haben gepanzerte Scheiben, damit der Kranführer während der Sprengungen geschützt ist. Das ist natürlich praktisch. Vielleicht können wir auch... Können wir es vielleicht hiermit aufhebeln? Gute Idee. Ich werde ihn genau da neben dem Schloss in der Spalte zwischen Tür und Kabine anbringen. Vielleicht springt das Schloss hier auf. Perfekt. Mal sehen, ob ich es schaffe. Bingo. Ich weiß nicht, ob es mir irgendwie nützlich sein wird, aber da ist der Grund für die Eisenplatte. Eine Baugrube. So, ich glaube, dann können wir da mal reinhüpfen, oder? Juhu. Ich kann nicht viel erkennen, aber... Sieh mal, ein Koffer. Silberfarbe? Ach, ich glaube, ich habe mir die Sache noch gar nicht angeschaut. Ein schönes Souvenir aus Happy Dale. Was wollt ihr? Ich konnte mich nicht davon trennen. Silberne Farbe trocknet sofort. Gutes Spray. Okay. So einen habe ich mal im Horrorfilm gesehen. Da war ein Typ mit Regenmantel dabei. Ich weiß, dass ich ihn letzten Sommer gesehen habe, aber ich erinnere mich nicht an den Titel. Ich bin mit Gina hingegangen. Bestimmt erinnert sie sich daran. Nee, die erinnert sich auch nicht dran. Die hat den Regenmantel gesehen. Schön. Es ist wunderschön. Wahrscheinlich das beste Stück Bauschutt, das ich je gefunden habe. Bei seiner Größe kann der mir nicht unbedingt als Waffe dienen, aber ich finde schon eine Verwendung für ihn. Ja, werden schon gucken. Oh. Mensch, ein Schweißbrenner. Endlich. Könnte nützlich sein. Der löst jede Schweißnaht im Nu. Eine Zombie-Apokalypse? Ja. Obwohl, vielleicht kannst... Ja, ist halt die Frage. Ist ja eigentlich sinnvoll, wenn du so weit wie möglich von den Zombies wegbleibst.
So eine helle Bade wäre halt ganz gut. Das leuchtet mir zwar nicht gerade ein, aber erledigt. Schnieke. Das auch nochmal? Hervorragende Idee. Ich habe sie einmal auf einem Selbstmörderkongress gehört. Schon damals konnte ich nur wärmstens applaudieren. Ja, wie gesagt, mit einem Schweißbrenner und wäre das dann schon etwas sinnvoller? Können wir da zurück? Ja. Können wir das vielleicht als Falle benutzen? Später. Dass wir dann irgendjemand hier reinlocken? Haken könnte effektiver sein, ja, das stimmt. Kriegen wir mit dem Schweißbrenner, Moment, jetzt die Tür hier eigentlich auf? Die Tür aufbrennen? Tut mir leid, aber die Flügel sind nicht verschweißt, sie ruhen in Türangeln. Ja und? Hammer. So eine Tür? Das Einzige, was ich erreichen würde, wäre ein Riesenlärm mit anschließender Verhaftung. Na, ist doch schon mal eine Idee, oder? Vielleicht hat ja unser Herr Marx was noch ein bisschen mehr zu erzählen. Ich guck mal grad, ob wir mit ihm noch mal reden können. Danke, dass Sie mir erlauben, in Ihr bescheidenes Haus einzutreten. Enzyklopädien? Lebensversicherung? Glauben Sie an das ewige Leben? Schwedenmöbel gefällig? Ich bin Jonah Johnson, arbeitsloser Schauspieler und Kellner vom Dienst. Mit wem habe ich das Vergnügen? Brian Basco. Sie irren sich, es ist kein Vergnügen. Was kann ich für Sie tun? Deine Redensweise erinnert mich an jemanden. Oh, das kommt von der Arbeit. Da der Script Planet ein Restaurant mit dem Thema Kino ist, sind wir Kellner unbekannte Schauspieler, die beim Servieren an den Tischen bekannte Schauspieler nachahmen. Diese Woche bin ich dran, einen marxistischen Schauspieler der Groucho-Richtung nachzuahmen. Es ist einfacher, als ich selbst zu sein. Vor allem wegen der Dokumentation. Ich bin nicht mal in Wikipedia. Echt nicht? Wusste nicht, dass die Marx Brothers so unbekannt sind. Aber gut. Bist du allein? Machen Sie irgendwelche Anspielungen, mein Herr? Ich bin ein Mann. Ich bin ein männlicher Mann. Ich bin ein männlicher Mann mit männlichsten Absichten. Außerdem werden Sie dort drin niemanden finden, der Ihre Neigungen teilt. Das Restaurant ist geschlossen und nur ich bin noch da. Ich muss warten, bis der Betrunkene von Tisch 23 aufsteht und geht. Wer ist der Betrunkene an Tisch 23? Ein berühmter Gast, ein dicker Fisch der Kinobranche. Er wird mir eine Rolle besorgen. Ich muss dann nur noch unterschreiben. Du bist also Schauspieler. Ehrlich gesagt, ich bin Kellner aus Berufung. Aber zurzeit spiele ich den Berufsschauspieler, bis ich etwas in meiner Branche finde. Ich würde sagen, du spielst gerade den Kellner. Touché. Ich begehe kurz Selbstmord und komme dann zurück. Ja gut, das kann natürlich auch sein. Wo, wie gesagt, von wann ist denn das Spiel? 2009, glaube ich? Oder 2010, irgendwas mit dem Dreh. Also so alt ist es ja noch nicht. Ich habe Hunger. Das kann man ohne weiteres lösen. Stellen Sie sich ein riesiges, dampfendes Urinal vor. Fangen Sie an, den Inhalt mit den Händen gegen einen laufenden Ventilator zu werfen. Lecken Sie Ihre Finger ab. Igitt, du hast mir gerade den Appetit verdorben. Sehen Sie, wie schnell es geht? Bedanken Sie sich nicht. Jonah Johnson, zu Ihren Diensten. Ich werde noch eine Weile weiter betteln. Ich werde Sie nie vergessen. Wer waren Sie noch?